So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Ihr seht auch schon, ich habe die Mescher Kuschelmeisterin bekommen mit dem Gruppaket. Ist ganz nice, aber wenn ich so zurückdenke, würde ich fast behaupten, mit der schlechteste Skin. Also so gefühlt. Aber ist natürlich reine Geschmackssache. Ihr müsst es natürlich immer selber entscheiden. Aber von den allen Skins, die so drin waren, na, nicht so ganz mein Fall. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein in den Shop. Und ihr seht schon, die OGs sind wieder alle da. Nämlich einmal alle weiblichen OGs mit Ramirez, Benji, eine erste Wildcat und dann der originale Headhunter. Dann gibt es natürlich dann noch die männlichen Varianten, nämlich Johnny C. der Erste, dann Mr. Hawk, dann Renegade und der Spitfire. Gut, das Ganze, wie viel kostet eins? Ein Paket kostet halt 2000. Dafür bekommt ihr halt alle vier OG-Skins, aber da muss ich halt ganz ehrlich sagen, das muss wieder jeder für sich selber entscheiden, das ist reine Geschmackssache. Aber wenn ihr euch eins davon gönnt, dann natürlich gerne mit meinem Creator-Code YT-FamilyHack. Es ist ein neuer Monat, guckt, ob der drin ist, denn ich hatte mir gestern noch das eine Emote gekauft, habe vergessen, meinen eigenen Creator-Code einzutragen. Schande über mein Haupt. Also, denkt dran, supportet irgendeinen, besser irgendeiner steht da als gar keiner. Wie gesagt, hier sind nochmal alle Skins einzeln, einer kostet 800 V-Bucks. Dann in der klassische OG-Kleider für 500 V-Bucks. Ja. Ich habe mir geschenkt bekommen, denn ich mag diese Kleider so. Die sind halt schlicht und einfach so, wie Fortnite angefangen hat, quasi. So, dann gehen wir mal rein, denn die Kantenfaktoren sind wieder da. Die Skins, die du gefühlt über die ganze Map siehst. Natürlich auch noch mit passendem Rückenaccessoire. Na gut, das hätten so, obwohl, ja doch, das geht noch. Die Skins an sich sind schon nice, aber in meinen Augen nicht spielbar. Wenn du damit inzwischen im Boxfight drin bist, der Gegner sieht genau, wo du bist, weil du einfach am Leuchten bist, wie so eine Leuchtreklame. Dazu natürlich noch die weibliche Variante, auch mit dem Stern hinten drauf. Dann hier die Pickaxe noch dabei. Ja, wie gesagt, passt alles wunderbar zusammen, aber so Just for Fun spielen, ja, aber nicht, wenn man halt in Anführungszeichen ernst spielt. Und das Ganze kostet halt 2300 V-Bucks. Ja, ich sage, es ist okay, aber halt in meinen Augen nicht spielbar. Dann haben wir immer noch Kelsey drin. Also langsam können sie den auch mal wieder rausholen. Aber ist halt ein neuer Skin. Neue Skins bleiben immer 2, 3 Tage länger drin. Dann haben wir MC Waffel ist zurück. Natürlich mit passendem Rückenaccessoire, was auch reaktiv ist. Denn wenn ihr weniger Leben habt, wird das Eis hinten drin immer kleiner. Wusste ich auch noch nicht, habe ich heute selber erst neu erfahren. Aber so an sich natürlich auch ein nicer Skin. Der wird wenig gespielt, ist mir aufgefallen. Also den sieht man eigentlich gar nicht. Noch nicht mal bei uns sehe ich den wirklich. Dann Rote Jade wieder drin. Die hat aber, glaube ich, zwei Stile. Ja, die hat ja die blauen Stile noch dazu bekommen. Dann Saxophon Groove. Dann die neue Tarnung Schatzkarte. Ist okay, aber jo. Haben sich halt was einfallen lassen, aber mehr in Anführungszeichen auch nicht. So, dann ist Schlenker wieder zurück. Ja, ich glaube, das Emote wird so gut wie gar nicht benutzt. Und riesiges Popcorn. Ist ganz lustig, gerade bei Events oder so, wenn du am Warten bist. Das ist wirklich nice. So, das hatten wir schon. Dann sind wir eigentlich schon durch. Mal gucken, ob unten noch was kommt. Einmal, wie gesagt, Harley Quinn-Paket noch da. Flash-Paket wieder da. Immer noch da. Dann Catwoman, dann die alte Variante. Plus die Batman-Geschichten. Batman normal ist draußen. Ne? Ne, da ist Batman. Ach, ich denke immer, der wäre draußen. Da ist das normale Batman-Zero-Paket. Dann Catwoman-Zero-Paket. Hier ist das Beast Boy-Paket. Dann haben wir Horizon Zero Paket. Hier unten das neue Batman Paket. Und letzter Lacher bleibt natürlich immer noch drin. Aber ihr seht schon, ein Skin fehlt hier. Und zwar ist das FNCS Skin, der für 800. Ne, 800? Ich glaube, 800 waren es. Der Skin ist jetzt raus. Für alle, die ihn sich nicht gekauft haben. Denkt dran, ich habe es euch lang genug gesagt.
Dann gucken wir gerade ganz schnell, ob in Rette die Welt heute was zu holen ist. Nein, auch nur die Tagesaufgabe. Und damit würde ich sagen, war es das hier mit dem Shop-Video. Wie gesagt, wie immer, gern Like da lassen, gern Abo da lassen, falls du komplett neu bist. Und in dem Sinne würde ich sagen, dir einen schönen Dienstag und haut rein.